Herzlich willkommen zur Kick-Off-Veranstaltung für die erste Ausschreibung von EBIN, dem Förderungsprogramm für emissionsfreie Busse und der zugehörigen Infrastruktur, mit der wir die Umstellung von Busflotten auf emissionsfreie Antriebsarten unterstützen möchten. Mein Name ist Christian Pechada. Ich leite in der FFG das Team und das Thema Mobilität und ich werde Sie heute durch diese Veranstaltung begleiten. Ein paar technische Hinweise noch zu Beginn. Das Webinar wird aufgezeichnet und im Anschluss gemeinsam mit den Folien und auf der Veranstaltungsseite zur Verfügung gestellt. Sie brauchen also nicht alles mitschreiben oder mit der Videokamera vor dem Bildschirm sitzen und mitfilmen. Und wenn während der Beiträge eine Frage auftaucht, könnten Sie diese im Chat, in der Chatfunktion formulieren. Wir haben im Anschluss dann Zeit, auf ein paar konkrete Fragen auch kurz zu antworten. Alle Fragen, die länger sind oder bereits auf unserer Fragen- und Antwortenseite beantwortet wurden, werden Sie dann im Anschluss auch mit Antworten dort wiederfinden. Also mit dem Anschluss meine ich dann ja morgen, nicht in der Sekunde. Zum Ablauf der heutigen Veranstaltung. Wir starten mit ein paar begrüßenden und einleitenden Worten von Vertretern des BMK, der FFG und der SCHIK. Dann bekommen Sie einen Einblick in die Ausschreibung, die seit letzter Woche geöffnet ist und vielleicht hatten Sie ja schon Gelegenheit, den Ausschreibungsleitfaden herunterzuladen oder auch zu lesen. Wir bringen Ihnen hier Details näher zum Rahmen der Einreichung, zum Einreichungstool, dem E-Call, zur Struktur des Antrags und wie die Beurteilung dann stattfinden wird und geben noch einige Hinweise zu den Kosten. Und dann wird, wie gesagt, ein bisschen Zeit sein für noch konkrete Fragen und Antworten und dann werden wir zum Mittag alle ein bisschen klüger wieder auseinandergehen. Ich darf nun den Reigen der Begrüßung eröffnen und bitte Magister Rainer Reinbrech vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie von der Abteilung 2.1 ein paar begrüßende Worte an Sie zu richten. Rainer, the screen is yours. Vielen lieben Dank, Christian. Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Rainer Reinbrech und es ist mir Freude, Sie heute so zahlreich im Namen des BMKs begrüßen zu dürfen, wo ich gemeinsam mit Herrn Salmhofer das Förderprogramm EBIN in der Abteilung Mobilitätswende im Klimaschutzministerium verantworte. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass wir das erste Mal die Grundzüge des geplanten Förderprogramms in einer größeren Runde vorgestellt haben. Seither ist viel passiert. Der österreichische Aufbau- und Resilienzplan, in den EBIN zur Gänze eingebettet ist seitdem finalisiert worden und wir haben in der Zwischenzeit die Grundlagen erarbeitet und bei der Kommission notifiziert. Mitte letzter Woche ist nun auch der Startschuss der ersten Ausschreibung erfolgt, mit dem wir Ihnen attraktive Rahmenbedingungen für die Umstellung Ihrer Busflotten auf emissionsfreie Antriebe bereitstellen wollen. Durch die Mittel des Aufbaufonds haben wir die Möglichkeit, insgesamt 250 Millionen Euro in den kommenden Jahren einen signifikanten Beitrag zur Dekarbonisierung des Busverkehrs zu leisten. Ich möchte mich bei Ihnen allen für Ihr Interesse, das Sie auch im Laufe des letzten Jahres gezeigt haben und auch heute wieder zeigen, bei Ihnen direkt bedanken. Ihre Fragen und Rückmeldungen gerade in den letzten Monaten waren für das ganze EBIN-Team, das aus BMK, FFG und SCHIK besteht, sehr hilfreich. Ein ganz besonderer Dank heute an die Kollegen der FFG und der SCHIK. Nur durch die hervorragende Zusammenarbeit vor alle Beteiligten und den außerordentlichen Einsatz war es auch wirklich möglich, dass wir die Förderung so rasch in die Wege geleitet haben. Ich wünsche Ihnen anschließend noch einen interessanten Vormittag. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, dass auch mit den Experten der FFG und der SCHIK in Kontakt treten und verschaffen Sie sich heute einen guten Einblick, wie das ganze Förderprogramm aufgebaut ist und wie Sie dann jetzt auch sich anmelden können, wie Sie Ihren Förderantrag einreichen. Ich freue mich schon über zahlreiche Einreichungen und gebe das Wort wieder zurück an Herrn Pechada. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Dann darf ich den Geschäftsführer der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, Dr. Klaus Pseiner, auch um ein begrüßendes Statement bitten. Kollege Pechada, herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Reinbrech hat es ja schon gesagt, jetzt ist es soweit, EBIN Kick-Off. Und eigentlich hat es gar nicht so lange gedauert von dem Zeitpunkt an, wo Frau Bundesministerin Gewessler es geschafft hat,
substanzielle Mittel aus dem Recovery-Fonds für die Förderung umweltfreundlicher Busflotten zur Verfügung zu stellen. Das ist ein substanzieller, auch politischer Erfolg und wir sind natürlich sehr froh, dass das gelungen ist. Wir in der FFG sind auch sehr froh, dass das BMK uns als Abwicklungsorganisation beauftragt hat. An dieser Stelle herzlichen Dank, Kollege Reinbrech, aber natürlich auch Kollege Salmhofer für diese vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Bedanken möchte ich mich auch bei Stefan Weiß und natürlich auch bei den restlichen Kollegen der SCHIK. Das hat zu einer wirklich guten professionellen Partnerschaft bisher geführt. Worum geht es uns bei der FFG hier bei dieser ersten Ausschreibung? Wir möchten Sie bei dieser Ausschreibung unterstützen und hoffen, dass Sie wettbewerbsfähige Vorschläge einreichen, damit wir unser gemeinsames Ziel erreichen. Und wenn es am Ende dieses Tages auch noch Fragen gibt, zögern Sie nicht, die FFG-Experten, das ist Nicole Lugscheider und Christian Behader, haben immer ein offenes Ohr für Ihre Fragen und wir können Ihnen sicher unbürokratisch und unkompliziert weiterhelfen. Ich hoffe und erwarte gute Anträge von Ihrer Seite und einen guten Erfolg der ersten Ausschreibung. Dankeschön. Vielen Dank. Ich darf auch von der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft den Geschäftsführer bei uns begrüßen, Dr. Stefan Weiß, der jetzt auch ein paar begrüßende Worte an Sie richten wird. Ja, danke schön. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich an diese alten Dieselbusse denke, dann fällt mir meine Schulzeit ein. Ich bin damals mit dem Zug in die Schulstadt gefahren und dort, wenn man am Bahnhof angekommen ist, da war eine Menschentraube von 300, manchmal 400 Jugendlichen, die sich dann mit aller Gewalt in den Bus reingedrängt haben. Und wenn man es dann geschafft hat, ist man reingepfercht worden und ist dann sozusagen alles andere als komfortabel zur Schule gebracht worden. Hat man es nicht reingeschafft, hat man gehen müssen und ist dann spät gekommen. Ja, die Zeiten sind lang vorbei. Das war noch eine Zeit, so Ende der 80er Jahre, wo der Busverkehr insgesamt so ein bisschen stagniert ist. Auch der Busverkehr, die Fahrpläne eher abgestimmt waren auf Bus, sozusagen auf den Schulverkehr. Mittlerweile ist ja auch dank Ihrer Hilfe der Länder und der Städte viel passiert. Die Busse sind viel attraktiver, vom Komfort gar nicht zu reden und auch von der Dieseltechnologie. Man darf aber nicht vergessen, dass auch die jetzigen Dieselfahrzeuge ein ganz wichtiger Beitrag nicht nur zum öffentlichen Verkehr sind, sondern natürlich auch jetzt schon zum Umweltschutz. Aber jetzt wollen wir gemeinsam einen weiteren Schritt gehen Richtung Zukunft. Und daher freue ich mich, dass wir das EBIN-Programm jetzt auf die Beine gestellt haben. Ich kann mich dem Dank nur anschließen. Ja, vor einem Jahr haben wir begonnen, gemeinsam da an diesem Programm zu feilen. Jetzt sind alle Genehmigungen da. Und ich möchte mich recht herzlich auch bei der FFG, aber auch beim BMK sehr herzlich bedanken. Was ist die Rolle der SCHIK? Ja, wir werden unser Verkehrs-Know-how und unser Mobilitätswissen einbringen. Wir werden Sie begleiten in diesen Anforderungen. Es geht uns darum, natürlich auch so eine verkehrliche Gesamtschau, dass sozusagen auch die verschiedenen Verkehrsträger ineinander greifen können. Es hilft nichts, wenn man zum Beispiel mit dem Zug am Bahnhof ankommt und dann dort strandet, weil es nicht weitergeht. Das ist uns wichtig und dann geht es uns natürlich um die Fördereffizienz. Wir wollen das meiste für den Fördereuro natürlich an Förderung, sozusagen Förderziel erreichen können. Ja, ich bin mir sicher, gemeinsam mit dieser Expertise von BMK, FFG und SCHIK, aber vor allem auch mit Ihren Einreichungen und mit Ihrer Erfahrung wird es uns gelingen, dann ganz einen wichtigen Schritt in die Zukunft zu gehen. Vielen herzlichen Dank für die begrüßenden und netten Worte von allen drei Sprechern jetzt. Ja, wie Sie sehen, im vergangenen Jahr steckt hier tatsächlich eine Menge intensive Zusammenarbeit dahinter. Und die Früchte dieses letzten Jahres und unserer Arbeit wollen wir jetzt Ihnen präsentieren. Ich freue mich auch für das große Interesse. Wenn ich da gerade hinunterschaue, wir haben jetzt 222 Zuhörende auf der anderen Seite der Bildschirme und darf Ihnen jetzt Magister Nicole Lugscheider vorstellen. Sie ist eine langjährige erfahrene Mitarbeiterin aus meinem Team und bringt auch schon einschlägige Erfahrung vor ihrer Zeit in der FFG mit. Das heißt, sie kennt die Szene aus dem Vorbereits
schon länger und sie ist jetzt die Programmleiterin von EBIN und sie wird Ihnen nun einige praktische Details der Ausschreibung und zur Einreichung präsentieren. Nicole, der Schirm gehört dir. Einen herzlichen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich Ihnen nach einem Jahr intensiver Arbeit jetzt endlich die erste Ausschreibung vorstellen darf, die letzte Woche aufgegangen ist. Wir haben 250 Millionen Euro Förderung aus der RRF Recovery and Resilience Facility zur Verfügung. Ziel von EBIN ist es, mit diesem Geld 682 Busse der Fahrzeugklasse M3 umzustellen auf emissionsfreie Busse. Im Zuge dessen soll auch die Lade- und Betankungsinfrastruktur gefördert werden, die gemeinsam mit den emissionsfreien Bussen angeschafft wird. Wichtig ist auch, dass diese Busse, die hier gefördert werden, in Österreich im Linienverkehr fahren bzw. gemeinwirtschaftlich unterwegs sind. Wer wird jetzt gefördert? Es werden Busunternehmen gefördert, Verkehrsbetreiber, Energieversorger, immer diejenigen, denen auch die Kosten entstehen für den Ankauf der Busse bzw. für die Bereitstellung der Lade- und Betankungsinfrastruktur. Wie sieht unser Zeitrahmen aus? Wir haben für heuer und nächstes Jahr, also für 2022 und 2023, insgesamt 6 Ausschreibungen geplant. 2025 müssen jedenfalls die Projekte abgeschlossen sein, damit das Geld aus dem RRF auch wieder beansprucht werden kann von dem BMK. Was wird gefördert? Das wissen wahrscheinlich schon die meisten. 80% der Mehrkosten für die Busse und 40% der Investitionskosten für die Infrastruktur. Es gibt ökologische Bedingungen, die Sie hier bei der Förderung auch mit beachten müssen. Sie finden die Anmerkungen dazu im Ausschreibungsleitfaden in Kapitel 3 und Kapitel 9. Es gilt die ausschließliche Verwendung von erneuerbarer Energie für den Betrieb, für die Betriebs- und die Behaltepflicht von 5 Jahren. Und im Rahmen der RRF muss nachgewiesen werden, dass die geförderten Güter keinen Schaden an der Umwelt verursachen. Das sind diese DNSH-Kriterien, Do No Significant Harm. Das heißt, die Projekte, die eingereicht und gefördert werden, dürfen keinen Schaden an der Umwelt verursachen. Dazu gibt es, wie gesagt, ausreichend Information im Ausschreibungsleitfaden. Und auch noch zur berühmt-berüchtigten RED2-Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen. Diese Kriterien gelten jetzt für unsere Ausschreibung noch nicht. Trotzdem legen wir Ihnen sehr ans Herz, sich diese anzuschauen und auch im Hinterkopf zu behalten. Denn während der 5-jährigen Betriebs- und Behaltepflicht werden diese RED2-Richtlinien dann schlagend werden. Das heißt, die werden dann auch im Rahmen des Monitorings während der Betriebs- und Behaltepflicht kontrolliert werden. Was wird nun gefördert? Wie gesagt, gefördert wird derjenige, dem die Kosten entstehen, der wirtschaftliche Eigentümer des Investitionsgegenstandes ist. Das kann sein ein Busunternehmen, kommunale Betriebe, Infrastrukturbetreiber, vielleicht auch Poolgesellschaften, Betriebsgesellschaften und Verkehrsorganisationsgesellschaften. Was wird gefördert? Der Ankauf von emissionsfreien Bussen. Das können sein entweder Busse mit Batterie, Oberleitungsbusse oder auch Wasserstoffbusse. Die erforderliche Infrastruktur im Rahmen des Ankaufs der emissionsfreien Busse ist förderbar, das heißt Ladeinfrastruktur, Oberleitungsinfrastruktur oder Tankinfrastruktur. Die Förderquoten, wie schon genannt, 80% der Mehrkosten. Was sind denn Mehrkosten? Mehrkosten sind der Kaufpreis der emissionsfreien Fahrzeuge abzüglich des Referenzpreises für ein Dieselfahrzeug, ein herkömmliches
marktübliches Dieselfahrzeug. Die Referenzpreise dazu hat die Schick ausführlich erhoben im Vorhinein. Diese sind im E-Call auch hinterlegt. Das werden wir uns später anschauen und Rudi Sebastnik wird dann auf die Referenzpreise später in seiner Präsentation auch noch weiter eingehen. Die erforderliche Infrastruktur wird mit 40% der Gesamtkosten gefördert. Das alles finden Sie auch im Ausschreibungsleitfaden unter Kapitel 4. Was wird gefördert? Es sind ausschließlich Sach- und Drittkosten förderbar, das heißt die Investition für den Ankauf der Busse und die Infrastruktur und in dem Kontext auch die Umstellung, für die Umstellung entstehende Sach- und Drittkosten, wie zum Beispiel Schulungen für das Fahrpersonal, für Wartungs- und Servicepersonal. Hierzu ist zu sagen Schulungen, die von jemandem externen durchgeführt werden. Das heißt, die beauftragt werden. Wenn intern es die Kompetenz gibt, dann wird das als Personalkosten eingestuft und ist nicht förderbar. Weiter förderbar sind auch extern zugekaufter Support für Planung, Gesamtkonzeption, Ausführungsplanung, Begleitung der Umsetzung. Wie schon angeführt, nicht förderbar sind die Personalkosten. Das sind eben Eigenleistungen von den Projektpartnern oder vom Konsortialführer, die Anlagennutzung und auch Reisekosten. Wie sieht jetzt der Zeitplan aus für die Ausschreibungen heuer 2022? Wir haben letzte Woche Mitte Februar die erste Ausschreibung gestartet. Ausschreibung Schluss ist Ende April, 27. April, 12 Uhr, ganz wichtig. Im Mai und im Juni, Mai, Anfang Juni, werden wir die Beurteilung durchführen. Und anschließend werden Sie auch informiert über die Zu- bzw. Absage. Und dann kann es auch schon mit der Vertragserstellung losgehen. Die zweite Ausschreibung ist für Anfang Juni geplant. Wir schauen, dass wir relativ die ganze Zeit offen haben, damit man immer einreichen kann. Also Sie sehen, wir haben hier einen Monat Spielraum, ja, also wo keine Ausschreibung offen ist. Das heißt, die nächste Ausschreibung, die zweite, wäre dann von Anfang Juni bis Mitte September und die dritte Ausschreibung würde dann Mitte Oktober aufgehen und Anfang 2023 wieder schließen. Wie sieht das jetzt aus, wenn Sie einreichen möchten? Wir haben eben jetzt die Ausschreibung gestartet. Der E-Call ist geöffnet. Die Unterlagen stehen zur Verfügung. Vorgesehen ist ein verpflichtendes Beratungsgespräch mit der FFG und mit der Schick. Wir bitten Sie dazu, unter Ebene der FFG sich anzumelden bis spätestens 23.03. Wir hätten gerne alle verpflichtenden Beratungsgespräche abgeschlossen bis einen Monat vor Einreichschluss, damit Sie anschließend auch noch genügend Zeit haben, den Input, den Sie von uns bekommen, die Anmerkungen auch noch wirklich in den Antrag einzuarbeiten. Prinzipiell gilt, Sie können jederzeit sehr gerne sich bei uns melden. Unsere Kontaktdaten sehen Sie dann auch am Ende der Präsentation beziehungsweise auch auf der Homepage. Wir sind telefonisch erreichbar. Es gibt diese generelle E-Mail-Adresse ebene@ffg.at. Wir können auch gerne Beratungstermine außerhalb des verpflichtenden Beratungsgesprächs vereinbaren. Das ist überhaupt kein Problem. Also es ist nicht nur auf dieses eine verpflichtende Beratungsgespräch gebunden. Sie können sich jederzeit melden. Gut, Sie reichen dann Ihr Projekt ein bis zum 27.04. 12 Uhr bitte auf jeden Fall etwas früher einreichen, am besten schon am Tag davor. Wir hatten erst kürzlich bittere Erfahrungen. Es ist nicht schön, wenn man die Einreichfrist vielleicht genau um ein paar Minuten verabsäumt.
Wenn Sie dann eingereicht haben, dann führt die FFG eine Formalprüfung durch, ob alle formalen Kriterien erfüllt sind. Sie erhalten dann von uns auch das Ergebnis der Formalprüfung. Und wenn die Formalprüfung abgeschlossen ist, geht es bei uns auch gleich weiter mit der Begutachtung durch nationale und internationale Expertinnen. Wir haben dann auch eine Sitzung des Bewertungsgremiums und daraus ergeht dann eine Förderempfehlung, die wir dann an das BMK übermitteln. Darauf folgt dann die Förderentscheidung durch die zuständige Bundesministerin. Und anschließend können wir dann die Zu- oder Absagen auch erstellen und Sie darüber informieren. Sie erhalten dann eine Ansicht im E-Call, ob alle Daten, die Sie eingegeben haben zur Antragstellung, dann auch noch immer aktuell sind. Bei manchen Antragstellern wird es so sein, dass zum Beispiel ein Verkehrsverbund den Antrag stellt und noch nicht weiß, welches Busunternehmen die Linie fahren wird. In diesem Fall haben Sie dann Zeit, spätestens bis 6 Monate nach der Bekanntgabe der Förderzusage, diesen Partner, das Busunternehmen, nachzunennen. Und aufgrund dessen wird dann der Fördervertrag erstellt. Wir brauchen dann den Fördervertrag nicht mehr im Original postalisch zugeschickt. Mittlerweile reicht es auch aus, ihn firmenmäßig gezeichnet zu haben und ihn uns über den E-Call zuzusenden. Ihr Projekt kann dann somit offiziell auch per Fördervertrag starten. Hierzu ist zu sagen, der frühestmögliche Projektstart ist für Sie nicht das Datum auf dem Vertrag, also wann der Vertrag unterzeichnet wird, sondern es ist der Tag der Einreichung Ihres Förderansuchens bei der FFG. Sobald Sie 30% der förderbaren Kosten erreicht haben, könnten Sie auch schon einen ersten Zwischenbericht legen. Wenn einfach Ihr Projektplan nicht vorsieht, dass Sie im ersten Jahr Kosten, also dass Kosten Ihnen entstehen werden, dann ist schon vorgesehen, dass jährlich ein Zwischenbericht zu legen ist. Einfach als Bestandsaufnahme, was passiert ist in diesem Jahr. Sobald wir den Zwischenbericht erhalten haben, prüfen wir diesen und können dann auch schon die erste Rate ausbezahlen. Wie gesagt, weitere Zwischenberichte je nach Projektlänge wird es dann geben und die werden dann von uns immer geprüft und die jeweilige Rate dann anteilig ausbezahlt. Die FFG behält sich vor, 10% bis zum Endbericht der Förderung einzubehalten. Das heißt, die Endberichtsrate sind mindestens 10% der vereinbarten Förderung. Den Endbericht prüfen wir dann auch wieder. Es kann sein, dass es dann eine Prüfung vor Ort gibt, wo dann auch etwas genauer geprüft wird und wir auch Rechnungen einsehen werden. Bei einer positiven Prüfung wird dann die Endrate ausbezahlt. Sollten die angegebenen Kosten nicht entstanden sein, kann natürlich, also die angegebenen Kosten beim Förderansuchen sind natürlich immer gut geschätzte Kosten. Und die Förderung beläuft sich aber auf die tatsächlich entstandenen Kosten. Sollte es Beanstandungen geben bei der Endberichtsprüfung, dann könnte es hier zu Rückforderungen kommen, was wir inständig nicht hoffen, dass das der Fall sein wird. Das heißt, Ihr Projekt ist abgeschlossen, sobald Sie alle Investitionen getätigt haben. Und dann ist der Fördervertrag mit der Endberichtsprüfung auch zu Ende. Das muss spätestens bis 31.12.2025 sein. Anschließend haben wir ja dann noch
die 5-jährige Betriebs- und Behaltepflicht. Hier sind Monitoring-Kurzberichte vorgesehen, in denen Sie die Betriebs- und Fahrleistung, also die Busanzahl und die Nutzwagenkilometer sowie die emissionsfreie Energieversorgung jährlich nachweisen. Diese Berichte werden dann auch natürlich von uns geprüft. Und auch hier kann es noch zu Rückforderungen kommen, wenn zum Beispiel die emissionsfreie Energieversorgung nicht nachgewiesen werden kann. Nach Ende der 5-jährigen Betriebs- und Behaltepflicht ist dann das Projekt wirklich abgeschlossen, inklusive dem Monitor. Nun die Details zur Einreichung. Einige haben sich wahrscheinlich schon den Ausschreibungsleitfaden angeschaut. Sie finden diesen unter ffg.at/ebin/erste-ausschreibung. So sieht er aus. Wir haben eben letzte Woche die Ausschreibung geöffnet. Es gibt dieses verpflichtende Beratungsgespräch. Die Ausschreibung endet am 27.04. um 12 Uhr. 12 Uhr heißt 12 Uhr laut IT der FFG. Also bitte wirklich rechtzeitig einreichen. Die Formalprüfung findet dann im Mai statt. Die Evaluierung Mai, vielleicht Anfang Juni. Und die Förderentscheidung gibt es dann ab Mitte Juni 2022. Das finden Sie auch alles wieder im Ausschreibungsleitfaden unter Kapitel 2. Im Download Center der Ausschreibungs-Homepage finden Sie den Ausschreibungsleitfaden und auch die Projektskizze. Diese bitten wir Sie auszufüllen für das verpflichtende Beratungsgespräch und uns 3 Tage vor dem Beratungsgesprächstermin zuzusenden, damit wir uns auch gut darauf vorbereiten können. Die Antragstellung erfolgt über das E-Call-System der FFG. Sie finden hier auch ein Tutorial, falls es Fragen gibt zum E-Call. Das ist wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet und sollte alle Fragen beantworten. Wenn nicht, dann bitte können Sie uns jederzeit auch kontaktieren. Sie finden hier auch eine Mustervorlage für den Kooperationsvertrag, Konsortialvertrag, und auch die begleitenden Dokumente dann für Berichtslegung und Monitoring, das heißt jetzt schon als Vorbereitung, damit Sie wissen, was wir dann bei der Berichtslegung und beim Monitoring von Ihnen verlangen. Abnahmeprotokoll für die E-Ladestelle, Abnahmeprotokoll für die Wasserstofftankstelle und die Bestätigung des grünen Stroms bzw. Wasserstoff. So sieht der E-Call aus, wenn Sie das erste Mal hineingehen. Eine Registrierung ist notwendig. Hier geben Sie Ihren Namen ein, Ihre E-Mail-Adresse, suchen sich einen Benutzername aus und ein Passwort. Und bestätigen dann auch noch, dass Sie kein Roboter sind, wovon auszugehen ist. Anschließend ist unter dem Reiter Organisation sind dann die Stammdaten auszufüllen. Dort ist der Firmenname anzugeben, die Adresse, Ansprechpartner und die Kontaktdaten sowie die Finanzdaten der letzten 2 Jahre. Wenn Sie ein Projekt angelegt haben im E-Call, dann sieht Ihre Ansicht so aus wie diese Slide. Hier werden dann die Projektdaten erhoben, die Projektleitung, die Rolle der Konsortialführung, diverse Bestätigungen und ganz wichtig, die inhaltliche Beschreibung. Die inhaltliche Beschreibung setzt zusammen aus dem Gesamtkonzept, der Kundenorientierung, der technischen Beschreibung, der Wirtschaftlichkeit und der Nachhaltigkeit. Sie haben, wenn Sie dann in das Gesamtkonzept zum Beispiel hineinklicken,
bekommen Sie diese Ansicht. Hier haben Sie ein Textfeld, in das Sie Ihren Text hineinschreiben können. Unter dem Reiter Hilfe finden Sie einen Hilfetext, den wir hier jetzt in den Textteil hineinkopiert haben. Das heißt, Sie werden durchgeleitet. Sie finden überall Hilfetexte, was wir hier von Ihnen wissen wollen. Und in dem Reiter Anhänge haben Sie auch noch die Möglichkeit, direkt in den Text Abbildungen einzufügen und auch Tabellen. Diese müssen allerdings als Bild eingefügt werden. Der nächste wichtige Teil sind die Kosten und Finanzierung. Hier sehen Sie ein Konsortialprojekt, das sieht man an dem linken blauen Reiter, da steht Konsortialübersicht. Wir haben die Busse eingeteilt in 5 verschiedene Kategorien. Hier sehen Sie 3 davon, wo die Sebastnik wird Ihnen dann alle vorstellen. Die Kosten sind hier pro Partner einzugeben und wir haben die Busse in die 5 Kategorien eingeteilt und auch noch in die 3 Technologien, also Batterie, Oberleitung und Wasserstoff. Hier sind eben die Referenzpreise hinterlegt. Wie geben Sie nun eine Infrastruktur ein? Sie suchen sich hier die Bezeichnung aus, das heißt in dem Fall Ladetankinfrastruktur. Dann wählen Sie auch noch aus eine Bezeichnung dafür, also zum Beispiel hier eine Wasserstofftankstelle und die dazugehörige Antriebstechnologie ist in diesen Kreisen anzuführen und die geplanten Kosten. Darunter finden Sie die Parameter für die Wirtschaftlichkeitsrechnung. Da sind dann die Nutzungsdauer einzugeben, die in Jahren, und die anteilige Projektnutzung. Es kann sein, dass eben die Infrastruktur nicht zu 100% von den Bussen genutzt wird, die Sie im Rahmen des Projekts anschaffen, sondern auch noch von Dritten. Und dafür gibt es dann auch noch den nächsten Punkt drunter mit der Frage, wird die Infrastruktur für die Öffentlichkeit zugänglich sein? Hier ist zu sagen, dass die Parameter für die Wirtschaftlichkeitsrechnung, die fließen nicht in die Förderung direkt ein, die sind Parameter für das wettbewerbliche Auswahlverfahren, das wir hier haben. Hier sehen Sie dann einen Überblick über die Wirtschaftlichkeitsrechnung anhand der Daten, die Sie im Vorfeld eingegeben haben. Das ist die Grundlage für das wettbewerbliche Auswahlverfahren der Projekte. Sie haben hier die Möglichkeit, sich das Gesamtprojekt anzusehen oder auch die einzelnen Technologien. Auf Partnerebene gibt es diese Übersicht nicht, also nur für das Gesamtprojekt oder für die einzelnen Technologien. Für uns wichtig ist die Fördereffizienz, das heißt, die Gesamtförderung pro Nutzwagenkilometer und der Förderbetrag pro eingesparter Tonne CO2. Sie sehen hier auch, ich kann jetzt die Maus leider nicht bewegen, also Sie sehen meine Maus nicht, aber es ist hier auch in der dritten Zeile, sehen Sie auch die Förderung für die Fahrzeuge und darunter die Förderung für die Infrastruktur. Wir haben ja im Ausschreibungsleitfaden festgehalten, dass die Förderung der Infrastruktur nicht die Förderung für die Busse übersteigen soll. Und hier sehen Sie automatisch ausgerechnet, wie hoch der Prozentsatz für die Fahrzeuge ist und wie hoch der Förderprozentsatz für die Infrastruktur ist am Gesamtprojekt. Sollte die Infrastruktur, der Prozentsatz höher sein, dann bekommen Sie eine Warnung im E-Call. Allerdings bekommen Sie nur eine Warnung. Es ist trotzdem möglich für Sie, das Projekt im E-Call abzuschließen. Wäre allerdings nicht von Vorteil für die Bewertung. Das heißt, bitte geben Sie darauf gut Acht. Und auch noch eine wichtige Anmerkung. Die Nutzwagenkilometer, die Sie hier anführen, sollten bitte wirklich realistisch sein.
Wir werden diese ja im Zuge des Monitorings auch überprüfen, ob diese auch geleistet werden. Hier sehen Sie dann die Ansicht als Konsortialführer der Partner. Das heißt, Sie können, rechts oben steht fettgedruckt, Einladung versenden. Hier können Sie die Partner einladen. Das sollte relativ selbsterklärend dann auch für die Partner sein. Diese müssen auch die Stammdaten anlegen und auch noch ihren Input zum Projekt geben. Im Falle eines Einzelprojekts ist dieser Menüpunkt Partner nicht relevant. Bei Einzelprojekten ist der ist der Antragsteller immer der Konsortialführer. Wichtig ist, dass für die endgültige Einreichung alle Partneranträge abgeschlossen sein müssen im E-Call. Sonst kann der Hauptantrag nicht abgeschlossen und eingereicht werden. Das sehen Sie, wie auch hier auf dieser Folie mit diesem Rufzeichen in dem roten Kästchen. Eine letzte Bitte noch. Bitte reichen Sie rechtzeitig ein, am besten am Vortag, also am 26. April. Wie gesagt, wirklich erst letzte Woche haben wir bittere Erfahrungen gesammelt. Das möchten wir nicht noch einmal. Dankeschön. Vielen Dank, Nicole, für die Ausführungen zu Details. Für viele war der E-Call vielleicht jetzt noch nicht so vertraut, daher ein ganz guter Einblick hier in die Tiefen unseres Systems. Ich habe währenddessen einige Fragen noch mitgeschrieben. Im Anschluss werden wir dann ein paar Antworten darauf geben. Alles, was längere Antworten bedarf, finden Sie dann im Anschluss unter Fragen und Antworten oder im Rahmen des Beratungsgesprächs. Ich darf jetzt noch Rudi Sebastnik von der Schick. Du bist er singt schon. Gut zu hören und zu sehen. Er ist Teamleiter der Mobilitätsförderungen in der Schick. Er ist allseits bekannt in der Szene und er erläutert Ihnen jetzt ein paar Details, wie die Bewertungen mit der Einreichung denn zusammenhängen. Rudi, der Schirm gehört dir. Dankeschön, Christian. Grüß Gott in die Runde von meiner Seite. Eingesungen bin ich schon, das haben Sie gehört. Bevor ich zur ersten Folie rüber switche, es ist implizit durch manche Wortmeldungen klar bereits rausgekommen. Die Umstellung von einem straßengebundenen öffentlichen Verkehr auf die emissionsfreien Technologien, wie sie auch durch EBIN unterstützt werden soll, bringt eine Vielzahl an Ungewissheiten in technischer, organisatorischer, wirtschaftlicher Hinsicht mit sich. Soweit die EBIN-Förderung selbst betroffen ist, haben wir die zusätzliche Herausforderung, dass der Zeitrahmen für diese Förderung sehr, sehr knapp bemessen ist. Darüber haben wir bereits bei unserem Workshop im November ausführlich diskutiert. Also durchaus ein strenges Habitat, in dem wir uns da im Kontext der Förderung bewegen. Zumal ganz klar sein muss, heute kann keiner mit Sicherheit fragen, wie praxisgerecht sich die neuen Technologien im Normalbetrieb erweisen werden. Denkt an Batterielebensdauer, Reichweiten etc. etc. Wie sich beispielsweise Energiepreise, die Kosten für Wartung, Instandhaltung und weitere maßgebliche Kostenfaktoren für die produzierte Busleistung entwickelt werden. Das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie die Wertminderung eines Elektrobusses, Wasserstoffbusses im Vergleich zu einem derzeit genutzten fossilen Fahrzeug aussehen wird, was natürlich gerade auch den Verkaufspreis am Ende der Nutzungsdauer eines Fahrzeuges maßgeblich beeinflusst und somit auch die Gesamtrentabilität eines Fahrzeuges berührt. Genau vor dem Hintergrund der Unsicherheiten, vor denen wir da stehen, ist es jetzt wirklich erforderlich, in einer umsichtigen und vorausschauenden Planung sich die grundsätzlichen Gedanken zu machen und auch dann in weiterer Folge im Förderantrag abzubilden, weil es darum gehen wird, eine verständliche, faktenorientierte Darstellung all jener großen Fragezeichen, die uns bewegen, im Projektantrag zu beschreiben
Und genau diese Beschreibungen werden ein wesentlicher Teil sein der Bewertung oder einer guten Bewertung, wenn diese Beschreibungen gut und ausführlich sind. Und also geht weniger um verständlich sind, es geht um die Verständlichkeit und Plausibilität dieser Ausführungen, die dann dazu führen werden, dass die Qualität eines Projektantrages grundsätzlich gut bewertet wird. Was Sie hier jetzt auf der Folie 1 von mir sehen, ist Ihnen grundsätzlich bekannt, hat sich gegenüber unserer Veranstaltung im November letzten Jahres eigentlich nicht grundsätzlich verändert, sondern es sind die vier Hauptkriterien der Antragsbewertung, wobei man, wie schon damals dazu sagen muss, die Kriterien 1 und 2 sind primär qualitative Bewertungskriterien, wo es sehr, sehr stark darum gehen wird, dass die dazugehörigen Proserstellen des Projektantrages verständlich, klar beschrieben werden, ihre Annahmen, die sie getroffen haben, auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeitsrechnung erläutert werden, um dem Bewertungsgremium, welches ja als Novizen zum ersten Mal von ihrem Projekt hört, auch wirklich ein Verständnis für ihren Projektantrag vermitteln zu können. Die Kriterien 3 und 4 sind in weiterer Folge doch sehr, sehr stark getragen durch quantifizierbare Werte, die sich letztendlich zurückführen lassen auf die tatsächlich durch einen Bus, durch ein angeschafftes Fahrzeug, durch ein angeschafftes System ermöglichten Nutzwagenkilometer, also die Betriebsleistung der Busse, die dann emissionsfrei betrieben werden sollen. Wir haben weitgehend oder mit nur geringfügigen Änderungen gegenüber dem November hier in weiterer Folge die Detaillierung der Bewertungskategorien 1 und 2. Sie sehen, dass Sie bei diesen Bewertungskategorien 1 und 2 mit insgesamt 30 Punkten maximal realisieren können. Das ist also die Spalte Punkte maximal. Und genau in den beiden ersten Bewertungspunkten 1 und 2 wird es, wie bereits beschrieben, darum gehen, den Evaluatoren, den Expertinnen und Experten des Bewertungsgremiums ihr Projekt wirklich vorzustellen, sie vertraut zu machen mit der Region, in der die emissionsfreien Busse zum Einsatz kommen sollen. Wie schaut es dort derzeit aus? Welche Buslinien sind von der Umstellung betroffen? Natürlich ganz wichtig, nach welchen Kriterien erfolgte die Auswahl der Antriebstechnologie? Gibt es maßgebliche Faktoren, die Sie dazu bewegen, entweder auf Wasserstoff zu setzen oder möglicherweise auf batterieelektrischen Antrieb zu setzen? Weitere Fragestellungen, die ich jetzt nicht im Detail, auch aus Zeitgründen, runterdeklinieren möchte, betreffen Dinge zum Beispiel Maßnahmen zum Klimaschutz. Also es ist ja genannt die SDG 13, also die Klimaschutzmaßnahmen auch auf Basis der UN-Konvention. Ich glaube, das sind Dinge, wo man sich auch kurz halten kann, weil da, wie auch Herr Weiß am Anfang der Veranstaltung ja nicht unrichtigerweise gesagt hat oder richtigerweise vielmehr gesagt hat, der öffentliche Verkehr ist ja an sich, unabhängig jetzt von der Antriebstechnologie und war, ein großer, wichtiger Bestandteil von eines umweltschonenden und freundlichen, umweltfreundlichen Verkehrssystems. Wir haben eine Folie, die zweite Folie zu den Details der Bewertungskriterien ist hier mit, Sie sehen es, mit zwei Rufzeichen versehen. Diese Rufzeichen beziehen sich auf jene Kriterien, welche quantitativ ausgerichtet sind oder primär quantitativ ausgerichtet sind. Sie sind natürlich jetzt für den Fördergeber ein wesentliches Kriterium, weil er durch Dinge wie die Fördereffizienz abgebildet werden sollen, sich im Kern doch sehr, sehr stark immer an der tatsächlich angebotenen und im Antrag zu beschreibenden Verkehrsleistung, sprich an den Nutzwagenkilometern, orientieren wird. Klar ist, je mehr Nutzwagenkilometer für wenig Förderung beantragt wird, desto günstiger ist es.
Selbiges betrifft auch die CO2-Einsparungen, zu denen ich dann ein bisschen später noch im Detail zu sprechen kommen werde. Der Bewertungspunkt 3.1, betriebswirtschaftliche Nachhaltigkeit, dient dazu, ein fundiertes Gefühl für die Fragestellung zu bekommen, in welche Richtung sich die Kosten je nutzbaren Kilometer in Zukunft bewegen werden. Ist wichtig für alle öffentlichen Hände, die in Ausschreibungen für Busverkehrsleistungen geben. Wir haben derzeit gewisse Kilometersätze, die Ihnen besser bekannt sein sind wie uns. Entsprechend werden Angebote und Beauftragungen von Busunternehmen durchgeführt. Da wird es vermutlich, das vermuten wir, zu Änderungen kommen. Und da ist uns natürlich auch Ihre Einschätzung wichtig, die im Projektantrag kundzutun ist. Und wo wir uns auch dessen im Klaren sind, dass es hier um Einschätzungen gehen wird. Wir können nicht mit Ist-Werten operieren, weil wir zu wenig Erfahrungswerte haben, insbesondere auch bei Dingen wie der Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge etc. etc. Nicole Lukscheider hat es schon kurz erwähnt. Wir haben ja bei der letzten Sitzung Referenzpreise der Busse, aus denen sich die förderbaren Kosten aufgrund des Deltas zu den tatsächlichen Anschaffungspreisen der von Ihnen eingekauften Fahrzeuge ermitteln lassen, zur Diskussion gestellt und angegeben. Zwischenzeitlich hat sich unsere Datengrundlage doch um einiges erweitert, aufgrund weiterer Rückmeldungen, die wir zwischen November und heute erhalten haben, haben sich zum Teil geringfügige Änderungen gegenüber im November präsentierten Werten ergeben. Also da sehen Sie, dass während die Referenzpreise von Midibussen etwas gesenkt wurden gegenüber den Daten, die wir Ihnen im November zeigen konnten, hat sich die wichtige Klasse von Standardbussen und Gelenksbussen haben sich geringfügig erhöht. Zusätzlich wurde eine neue Klasse von Extra-Large-Bussen mit aufgenommen, hat sich als notwendig erwiesen, weil auch da gewisse Nachfrage am Markt geortet wurde. Klarstellung. Uns ist es bewusst, dass bei der Referenzpreiserhebung, und das war auch wirklich intensive Diskussion mit all jenen, die uns Daten bereitstellen konnten, natürlich die Busse je Fahrzeugkategorie extrem schwanken können in Abhängigkeit der Ausstattung. Die Referenzpreise, wie sie hier in diesem Sheet und auch im Ausschreibungsleitfaden abgebildet sind, entsprechen den aus unserer Sicht aufgrund der Erhebung durchschnittlichen derzeit für den öffentlichen Linienverkehr nutzbaren Fahrzeuge. Das heißt, es sind durchaus Ausstattungsmerkmale, welche ÖV typisch sind, wie Kundeninformationssysteme, die erforderlich sind, auch IT-Ausstattungen in den Fahrzeugen, da zum Teil auch klar reingerechnet. Dementsprechend wäre der tatsächliche Gesamtkaufpreis Ihres beantragten Fahrzeuges auch jener Preis, der als Berechnungsbasis für die Förderberechnung heranzuziehen ist. So, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Folie erwischt oder habe ich zweimal geklickt? Bin mir jetzt nicht ganz nah, dürft passen. Wir haben, und die große Frage ist, ob ich irgendwie zurückklicken kann. Na, passt, ich bleibe auf dieser Folie. Wir haben viel über Verkehrsleistung geredet. Es ist uns aufgefallen, auch im Rahmen der ersten Beratungsgespräche, die wir durchführen mussten, dass das offensichtlich nicht ganz sauber definiert war. Für uns, für den Fördergeber BMK, ist ja letztendlich die Leistung, die beim Kunden ankommt, jene Leistung, die maßgeblich und wichtig ist. Uns ist klar, dass diese Nutzwagenkilometer weniger sind als die tatsächliche Gesamtfahrleistung eines Fahrzeuges nach Tachometerstand, weil natürlich Leerfahrten getätigt werden, die jetzt nicht am Markt angeboten werden, oder auch Werkstattfahrten, Dispositionsfahrten. Also zur Erläuterung nur und als Definition: Nutzwagenkilometer im Kontext des Ebenenprogrammes wird von uns verstanden als diese Kilometer, die tatsächlich für den Kunden bereitgestellt gemäß Fahrplan werden.
Wir hatten es grundsätzlich, und das wäre dann meine letzte Folie bereits, im Workshop im November präsentiert, wie so ein klassischer Einreichprozess aussehen wird. Hatten wir auch durch mehrere Beispiele damals hinterlegt. An diesem grundsätzlichen Ablauf hat sich nicht allzu viel geändert. Daher möchte ich diesen Ablauf nur noch einmal kurz auf Basis eines möglicherweise etwas komplexeren Beispiels kurz durchdeklinieren, nämlich für das Fallbeispiel eine Verkehrsverbundorganisation, eine VOG, beschließt sich in einer Region eine Ausschreibung zu machen oder muss eine Ausschreibung machen für neue Verkehrsdienste, befindet sich also in einer VDV-Ausschreibung oder vor einer VDV-Ausschreibung und weiß bereits jetzt, aufgrund der Notwendigkeiten, wir wollen im Kontext dieser Ausschreibung diese Region mit emissionsfreien Fahrzeugen bedienen. Wäre es also nach alter Lesart, hatten wir hier das Faktum, dass quasi seitens der Verbundorganisation die Ausschreibungsplanungen gemacht werden, gegebenenfalls auch bereits es zu einem Zuschlag gekommen ist, wird aber im Regelfall, und das ist wichtig und daher auch rot umrahmt, die Beschaffung der eigentlichen Fördergegenstände, nämlich der Busse und der Infrastruktur, muss irgendwann einmal durchgeführt werden und der Zeitpunkt der Beschaffung darf nicht vor der Beantragung der Ebenenförderung liegen, wie dann die Nicole Luckscheid auch gesagt hat. Soll bedeuten, wenn Sie bereits ein rechtskräftiges Geschäft zur Bestellung unwiderruflich abgeschlossen haben von Bussen, von Infrastruktur, dann sind Sie zu spät dran. Das ist genau die Problematik, auf die wir auch im November eingegangen sind im Kontext der zeitlichen Verschränkung der Fördereinreichung. Wir haben also die Notwendigkeit, dass seitens der VOG die Ausschreibungsvorbereitung für den VDV erfolgt, quasi verschränkt, damit eine Fördereinreichung in der Busförderung eben erfolgt, die jedenfalls eingereicht werden muss vor Bestellung etwaiger Anlagengegenstände. Hoppala, jetzt habe ich aus Versehen weitergedruckt. Komme ich zurück? Komme ich nicht zurück? Na, werde ich es kurz so ausformulieren. Danke ganz lieb für die Unterstützung. Faktum ist auch, wenn der VDV-Zuschlag noch nicht erteilt worden ist von der VOG, von der ausschreibenden Stelle, sind natürlich die Projektpartner, die konkreten Busunternehmer nicht bekannt. Hatten wir ursprünglich diese NN-Meldungen drinnen. Zwischenzeitlich haben wir das insofern geändert, als wir sagen, bitte VOG, reich du den gesamten Antrag ein und du hast die Möglichkeit, innerhalb von 6 Monaten, so ist es im Moment vorgesehen, etwaige neue Projektpartner, zum Beispiel Busunternehmer, die de facto den Zuschlag zur VDV-Leistung erhalten haben, dann mit an Bord deines Konsortiums zu nehmen. Der rote Strich der Fördereinreichung und somit Förderanrechenbarkeit der Investitionsgegenstände ist, glaube ich, jetzt auch eine recht gute Überleitung zu den Ausführungen vom Kollegen Hermann von der FFG. Das Ganze war jetzt ein bisschen kurz. Ich freue mich auf die Beratungsgespräche mit Ihnen, wo wir ein bisschen tiefer in die Sache reingehen werden können. Und Beratung, das muss ich abschließend noch erwähnen, weil wir es intern auch diskutiert haben, klingt so, wie wir erklären Ihnen irgendwas. Ganz wichtig, wir können Ihnen nichts erklären. Es ist ein gemeinsames Ding, wo wir das, was sich Beratungsgespräche bezeichnet, im Prinzip als gemeinsamen Weg sehen, dass Sie zu einer gescheiten Förderung kommen und wir tolle Projekte mit Ihnen gemeinsam machen können. Aber jetzt zu den buchhalterischen Dingen, die, glaube ich, gebe zurück einmal an den Christian, vom Kollegen Hermann gemacht werden. Vielen Dank, Rudi. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge gehört, vom Groben bis ins Detail. Wir können aber noch eins draufsetzen, einen haben wir noch. Es wird jetzt noch Andreas Hermann von der ist Leiter der Abteilung Audit und Controlling in der FFG und er wird Ihnen jetzt auch ein paar erläuternde Sätze zu den Kosten erklären,
und genau aus diesem Bereich Audit und Controlling noch einiges sagen. Andreas, hörst du uns? Ja, ich bin schon da. Sehr gut. Der Schirm ist deines. Ja, ist schon meiner, sehr gut. Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen und danke für die Möglichkeit, jetzt schon auch mit Ihnen zu sprechen. Wir kommen dann sozusagen erst während der Laufzeit des Projektes eigentlich zu Ihnen. Und aber trotzdem denke ich mal, es ist ganz gut, wenn man das eine oder andere schon im Vorfeld weiß, damit es am Ende dann bei der Abrechnung nicht so grauslich wird. Gut, Grundprinzipien, es ist ja schon einiges gesagt, und ich möchte es nur noch einmal ganz hier noch einmal betonen. Kosten können wir dann fördern, wenn sie während des Förderzeitraums angefallen sind. Der Förderzeitraum ist im Förderungsvertrag definiert. Also bitte achten Sie darauf, dass Sie dort die richtigen Werte drin haben. Sonst können wir allenfalls Kosten nicht anerkennen. Das betrifft sowohl den Anfang als auch das Ende. Wenn es zum Ende zu schon knapp wird, dann bitte noch während des laufenden Förderzeitraums können Sie allenfalls eine Verlängerung beantragen, damit es sich ausgeht, wobei das absolute Ende ist, wie Sie schon gehört haben, der 31.12.2025. Die Kosten müssen dem Förderungsvertrag entsprechen. Also bitte, ich weiß, der Förderungsvertrag ist sehr mühsam, juristisches Dokument, lang, aber bitte lesen Sie sich's durch. Es stehen da sehr viele Dinge drinnen, die dann eventuell schlagend werden können. Und Sie bekommen hier öffentliches Geld und müssen uns sozusagen mit Belegen nachweisen, wie Sie dieses Geld ausgegeben und verwendet haben. Das heißt, bitte gleich von Anfang an sämtliche Belege, alles entweder elektronisch oder physisch sammeln, damit Sie das immer auch gleich griffbereit haben, wenn irgendwelche Prüfungen von unserer Seite, es können aber auch Prüfungen von der EU-Seite kommen, auch wir werden geprüft. Also es ist hier ein sehr dichtes Netz an Prüfungen vorgesehen und da wird es immer wieder auch einmal notwendig sein, dass Sie hier die Belege für Ihre Ausgaben auch nachweisen können. Gut, zur Aufstellung der spezifischen Kosten, das ist ja schon gesagt worden, bitte in Ausschreibungsleitfaden nachschauen. Auch die nicht förderbaren Kosten sind dort spezifiziert. Also bitte schauen Sie sich das an. Wir behalten uns, beziehungsweise die Jury behält sich natürlich auch vor, dass sie einzelne Kostenpositionen korrigiert, wenn sie nicht den Vorgaben entsprechen. So, also noch einmal ganz kurz, das ist eh schon gesagt worden, es werden die Mehrkosten der Anschaffung gefördert. Die Referenzwerte, die sind entsprechend hier auch im Ausschreibungsleitfaden angeführt. Das ist im E-Call auch hinterlegt, also da brauchen Sie nicht selber irgendwas eingeben. Zur Infrastruktur, hier sind die Kosten für die Planung, Investitionskosten, Kosten für allfällig erforderliche bauliche Maßnahmen und für externe Schulungen möglich. Dann Nachweise. Also bitte, wenn Sie aufgrund des Bundesvergabesgesetzes Ausschreibungen durchführen müssen, bitte hier alle relevanten Dokumente aufheben, beziehungsweise die Ausschreibung entsprechend natürlich der gesetzlichen Vorgaben durchführen. Wenn Sie nicht unter das Bundesvergabegesetz fallen, gibt es hier für öffentliche Förderungen die Regelung der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Das heißt, Sie sollten in irgendeiner Weise dokumentieren können, warum Sie sich für ein bestimmtes Busmodell entschieden haben. Also es muss nicht unbedingt das Billigste sein, aber Sie müssen argumentieren, warum dieser Bus und nicht ein anderer, der auch am Markt verfügbar gewesen wäre. Die Vergabe und Beauftragung ist natürlich auch entsprechend zu dokumentieren. Der Kaufprozess selbst, wichtig sind natürlich die Rechnungen und auch die Zahlungen. Also bitte auch diese Belege sammeln und bereithalten für allfällige Überprüfungen. Und
wirklich wichtig, alles, was hier im Zusammenhang mit diesem Projekt hier an Aktivitäten bei Ihnen durchgeführt wird, schauen Sie, dass Sie alles dokumentieren und irgendwo zentral elektronisch oder physisch ablegen. Das wird notwendig sein. Sie haben hier wahrscheinlich in der überwiegenden Zahl mehrjährige Projekte. Es gibt dann Personalfluktuationen etc. Also es ist, fangen Sie gleich von Anfang an mit der Dokumentation an, damit Ihnen nicht am Ende irgendwelche Nachweise vielleicht fehlen. So, und dann bin ich schon bei meiner letzten Folie und das ist doch ein bisschen eine komplexere Geschichte. Die Vorgaben von Seiten des Leitfadens, der Richtlinien sind, dass die Investitionen ins Eigentum des Förderungsnehmers übergehen müssen. Das heißt, operationales Leasing ist nicht möglich. Möglich ist ein Finance Lease. Würden wir es ja suchen, dass Sie uns mit dem ersten Zwischenbericht den Leasingvertrag auch zur Verfügung stellen. Der Eigentumsübergang muss so geregelt sein, dass er innerhalb der Betriebs- und Behaltepflicht erfolgt. Und auch wichtig, wir können nur die Leasingraten während der Projektlaufzeit laut Förderungsvertrag fördern. Das heißt, wenn Sie einen Leasingvertrag hier abschließen, schauen Sie, dass Sie von den Gesamtkosten des Busses die geförderten Mehrkosten jedenfalls während der Projektlaufzeit mit den Leasingraten, allfälligen Leasingvorauszahlungen etc. abbezahlt haben. Wenn das nicht ist, würde sich sozusagen würden sich die Förderbankkosten entsprechend reduzieren. Und generell wäre eine Suche meinerseits, es wird bei einer so großen Anzahl von Projekten und auch über die mehrjährigen Laufzeiten immer wieder irgendwelche Probleme geben. Bitte, wenn irgendwo ein Problem aufpoppt, kommen Sie gleich zu uns. Je früher Sie kommen, desto eher schaffen wir es gemeinsam mit Ihnen, eine richtlinienkonforme Lösung zu finden. Wenn wir dann am Ende drauf kommen, dann ist es meistens zu spät. Gut, wie gesagt, wir stehen Ihnen natürlich auch jederzeit gerne für Fragen zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Einreichung und dass wir die in Summe 682 Busse auch erreichen und dass das wirklich ein ganz tolles Herzeigeprogramm hier für Österreich wird. Danke sehr. Vielen Dank, Andreas, auch für die Details zu den Kosten. Wir haben jetzt wirklich eine ganze Menge kleinen Details gehört, die dann da auftauchen. Ich glaube, es ist eine ziemlich komplexe Materie und sehr kompliziert. Meine Strategie, wenn es kompliziert wird, ist immer zwei Schritte zurückgehen und die Dinge von der einfachen Seite her anschauen. Ich habe jetzt einige Fragen mitgeschrieben von Ihnen auch. Ich werde einige Antworten jetzt auch dazu geben, möchte aber vorausschickend noch zwei Aspekte mitgeben. Wie gesagt, immer wenn es kompliziert wird, zwei Schritte zurückgehen, nochmal drauf schauen, was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Warum sitzen wir jetzt da und haben diese Fördergelder? Also immer bis dorthin zurückgehen. Es ist jetzt ein Möglichkeitsfenster da, mit Mitteln aus dem RRF, nämlich 250 Millionen Euro, das ist gar nicht wenig, 682 Busse in Österreich auf die Straße zu bringen. Das ist das Ziel, das dahinter steht. Dem untergeordnet ist, darf auch Infrastruktur dazukommen. Aber diese 682 Busse für 250 Millionen, das ist das, woran wir als Österreich dann gemessen werden und Geld von der EU bekommen. Und da diese 682 Busse im Mittelpunkt stehen, geht es auch tatsächlich um die Anzahl dieser Busse und um die Nutzwagenkilometer, die diese Busse unterwegs sind, um eben CO2 einzusparen, also dieser ökologische Gedanke dahinter. Das Ganze muss im Wettbewerb stattfinden, weil wir eine Sonderrichtlinie für diese Förderung bekommen haben. Daher auch diese umrahmenden Fragen nach dieses Ganze im Gesamtkonzept eingebunden. Wo gibt es einen Nutzen? Wie schaut es wirtschaftlich aus? Also dort alle diese Werte, die dort eingegeben wurden oder werden, sind dazu da, um das Ganze in ein schönes Bild zu setzen, das auch vergleichbar gemacht werden kann. Und als
drittes von diesen Punkten, also die Busnutzwagenkilometer, CO2-Einsparungen, auch diese Do No Significant Harm Kriterien, die erfüllt sein müssen. Das haben uns auch nicht wir ausgedacht, sondern das kommt eben auch von der Kommission. Und wenn da die Frage war, ja, im Antrag reicht einmal anzuklicken, das machen wir, Punkt. Was dann in Folge sein muss, ist, dass Sie dagegen aber auch nicht verstoßen. Das heißt, wenn dann im Zuge des Monitorings irgendwo draufgekommen wird, dann wird aber dagegen verstoßen, dann ist es schlecht. Man kann dann in weiterer Folge auch zu Rückzahlungen führen, davon gehen wir aber nicht aus, weil eigentlich diese Bedingungen, die hier gesetzt sind, aus unserer Sicht für alle machbar und leicht umsetzbar sind. Das war das eine, wenn es kompliziert wird, back to the roots. Und mit der Brille anschauen, dann beantworten sich auch einige Fragen von Ihnen, ob irgendwelche Kosten jetzt förderbar sind oder nicht von selber, weil das die Hauptmotivation ist, das Geld als Förderung auszugeben. Zweiter Punkt ist, wenn es individuelle Fragen gibt, nutzen Sie die Möglichkeit der Beratung. Beratung ist jederzeit möglich und das verpflichtende Beratungsgespräch ist dazu da, dass Sie sich gezielt mit der Projektskizze mal schon Gedanken gemacht haben und damit wir in einem gezielten Ablauf, zeiteffizient, das mal durchsprechen können mit Ihnen, damit Sie auch einen guten Antrag stellen können. Das mal so vorausgeschickt. Und jetzt ein paar Antworten auf ein paar Fragen. To No Significant Harm habe ich schon gesagt. Eine Frage war, ob es Umrüstung von Bussen möglich sein wird. Nein, jetzt in der ersten Ausschreibung auf jeden Fall nicht. Es geht in erster Linie darum, Neufahrzeuge anzuschaffen. Die Frage, ob, wenn ein Projekt abgelehnt worden ist, ja, dazu wird es Feedback geben. Dieses Feedback ist, dadurch, dass wir die Ausschreibungen noch sehr eng getaktet haben, aber auch quasi wieder als Einreichberatung zu verstehen für das nächste Mal. Also nur weil ein Projekt jetzt nicht genug Punkte bekommen hat, um über der Förderbudgetlinie zu liegen, heißt nicht, dass es ein grundsätzlich schlechtes war, sondern dass vielleicht das eine oder andere Schräubchen noch besser zu drehen ist und dann kann man in einer Folgeausschreibung mit ein paar Verbesserungen einreichen und vielleicht doch noch zu einer Förderung kommen. Die Frage nach den Kosten müssten jetzt eigentlich schon beantwortet worden sein auch. Es geht tatsächlich um die Mehrkosten, also um die Kaufkosten, die in Relation gestellt werden zu den Referenzfahrzeugen, die wir mit der Schick und auch mit Daten von der BWG herausgefunden haben. Wenn im Laufe eines Projektes Projektänderungen eintreten, was ja sein kann. Andreas Herrmann hat schon gesagt, sofort Kontaktaufnahme mit uns, alles einfach offen besprechen. Änderungen, die plausibel sind, die nachvollziehbar sind, die anerkennbar sind, können auch sein. Man muss halt nur immer aufpassen, dass sich das grundsätzliche Projekt dann nicht zu sehr verändert, dass man aus dem Rahmen der Förderung dann herausfällt. Auch die Frage war, Fördersumme, geht die rauf oder runter? Nein, rauf geht sie nicht. Die Fördersumme, die hier eingereicht wurde, ist nach oben gedeckelt. Wir wissen, dass sie jetzt auch nicht die exakten Werte haben, sondern gut geschätzte Werte haben. Das hat Nicole Luchscheider auch schon ein paar Mal angesprochen in ihrem Blog. Schauen Sie, dass Sie hier gute Daten haben, wie viel die voraussichtlich kosten werden. Dann haben Sie einen gewissen Polster für die Kosten an Förderung, um die bedecken zu können. Und auch wenn Sie die Angaben machen geplanten Einsatz, Nutzwagenkilometer und so weiter, das sind auch die Werte, die wir dann auch laufend monitoren werden. Also Sie sagen jetzt, Sie glauben, so viel Kilometer werden gefahren werden und ist der Plan, dass sie eingesetzt werden. Und dann wird Jahr für Jahr reported und so viel sind sie tatsächlich gefahren. Und am Ende des Tages oder der Laufzeit inklusive dem fünfjährigen Monitoring hinten nach, muss dieser Wert natürlich annähernd erreicht sein. Wenn es da große Diskrepanzen gibt, kann das dann auch zurück Forderungen der Förderung führen. Daher gut schätzen, nicht überheblich werden und mit einem gut geschätzten Wert hineingehen. Ein gutes, rundes Projekt sollte soweit so gut durchgehen. Frage zu den Fristen und wann jetzt Ausschreibung aufgeht, Ausschreibung zugeht, wenn man was anschafft. Diese Details bitte im Beratungsgespräch klären, das kann man jetzt nicht so in Bausch und Bogen an alle allgemein sagen. Wichtig ist, dass Kosten
wie schon genannt wurde, erst anerkannt werden können nach Einreichung des Antrags. Das ist der frühestmögliche Projektbeginn. Ab dann können diese verbindlichen Zusagen gemacht werden, ab dann können Kosten geltend gemacht werden. Wie schaut es aus mit zusätzlichen Informationen, die sich in diese begrenzten Textfelder nicht ausgehen? Die begrenzten Textfelder haben den Sinn, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert, dort in unseren Prosafeldern hineinschreibt, entsprechend dem Hilfetext, was so die wesentlichen Punkte dazu sind. Wenn es jetzt konkret geht um Umlauf oder Fahrplan, diesen dann bitte als PDF im Anhang zusätzlich hochladen. Also nicht das Bild unbedingt jetzt einfügen, nicht diese Art von Anhang im eigenen Kapitel, sondern es gibt bei den Projektdaten auch den Reiter Anhänge. Dort kann man zusätzliche Anhänge hochladen. Finden Sie im eCall sehr leicht. Dann generell um förderbare Kosten. Was sind förderbare Kosten? Wie schon gesagt, der Bus steht im Mittelpunkt. Alle Kosten müssen einen direkten Bezug zur Anschaffung von den Bussen haben. Ohne geht es nicht. Das kann man dann aber wieder individuell im Beratungsgespräch oder bei der Beratung auch dann festhalten. Die Frage, was ist denn ein Projekt jetzt eigentlich? Ein Projekt ist tatsächlich das Vorhaben, eine gewisse Anzahl von Bussen auszutauschen, also anzukaufen, im Gesamtkonzept mit Fahrplan etc. einzusetzen. Und alles, was damit in Zusammenhang steht, gehört zu diesem Projekt, räumlich und zeitlich. Beginn frühestmöglich nach Einreichung. Ende des Projektes wäre, wenn die letzte Rechnung gezahlt ist, dann ist es im Prinzip erledigt, dann kann man den Schlussbericht legen. Wir haben extra auch nicht so starre Jahresberichte und Abrechnungen eingelegt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass gerade bei so Infrastrukturanschaffungsprojekten wie auch bei uns in der FFG in der Breitbandinitiative die Kosten nicht nach Plan anfallen und einmal im Jahr abgerechnet werden, was bis jetzt angefallen ist, sondern manchmal größere Brocken kommen, wo es doch günstiger ist, gleich mal wieder frisches Geld auch zu bekommen. Daher eben das Angebot in dieser Planung, wenn 30% der Kosten angefallen sind, dann kann man mal den ersten Zwischenbericht legen, je nachdem, wie lange das Projekt angesetzt ist, dann einen zweiten oder dritten. Und mindestens 10% oder 10% wird eben für die Endrate dann noch aufgehoben, wie wir heute auch schon gehört haben. Busse und Infrastruktur nicht getrennt einreichen, sondern die Infrastruktur, die wir fördern, muss mit dem Bus zusammenhängen, daher in einem Projekt, in einem Konsortium. Der eine Partner ist jener, der die Busse ankauft und dann zum Einsatz bringt. Der andere ist jener, der die Infrastrukturkosten trägt, weil er das errichtet und sie dann hat, die arbeiten zusammen in einem Projekt und stellen auch gemeinsam in dem Projekt dar, wie sie zusammenwirken und was das Ganze dann bringt. Zur Wirtschaftlichkeitsberechnung noch, da haben wir auch lange gegrübelt im letzten Jahr, bevor jeder sein eigenes Wirtschaftlichkeitsrechnungskonzept aufstellt, haben wir befunden, wir nehmen ein paar Eingangswerte, nehmen ein simplifiziertes Modell her. Dort kann jeder ungefähr das eintragen, wie aus seiner Praxis die Werte dann sein werden. Und das macht es dann wieder vergleichbar. Das wird nicht das allein Ausschlaggebende sein, ob jemand eine Förderung bekommt oder nicht, sondern das sind einfach ein paar Punkte, die in der Bewertung dann auch zur Geltung kommen. Weil da die Frage war, was ist, wenn es da große Verstöße gibt? Was dann nicht eingehalten wird, naja, die größten Verstöße, was wir tatsächlich monitoren, ist der Einsatz der Busse. Wie viel sind die tatsächlich gefahren? Wie viel CO2 wurde eingespart? Und auch hier machen wir keine große Wissenschaft, sondern die CO2-Einsparung der Busse ist einfach die Vermeidung der, also die nicht gefahrenen Dieselkilometer, die gefahren sind. Alles andere wäre zu kompliziert und am Ende des Tages wollen wir ja, dass diese Werte auch erreicht werden und sind hier eher geneigt, wohlwollend zu prüfen, dass wir auch keine großartigen Rückforderungen dann haben. Das heißt, bitte bei der Einreichung realistische Schätzungen abgeben. Und wenn man unterwegs merkt, es funktioniert nicht, irgendwelche Busse werden doch nicht geliefert oder es gibt diverse Schäden oder Mängel, dass sie nicht zum Einsatz kommen können, wie Andreas Herrmann auch schon gesagt hat, rechtzeitig Ihren Projektbetreuer in der FFG kontaktieren, reden Sie mit uns, wir finden eine Lösung, wir begleiten Sie auf dem Weg zur Förderung. Dann war noch die Frage,
der Gemeinden. Gemeinden können natürlich mitmachen, haben dann einen Sinn, wenn eine Gemeinde auch Kosten trägt. Also wenn die Gemeinde die Infrastruktur anschafft und ihr diese dann auch gehört, dann sind sie natürlich förderberechtigt und kann mitmachen. Wenn sie die Linien zur Verfügung stellt, dann können sie natürlich auch als sinnvoller Teil mitmachen. Und die Frage ist, ob ihnen dann Kosten anfallen, die auch gefördert werden oder bezuschusst werden. Aber das sind dann auch Dinge, die man im Beratungsgespräch, im verpflichtenden Beratungsgespräch strukturiert angehen kann. Oder eben, wenn sie eine kurze Frage jederzeit einfach anrufen. So, das waren die Fragen, die wir während der Vorträge gesammelt haben. So. Das ist eine Frage, kann ein Projekt mehrfach mit unterschiedlichen Technologien eingereicht werden? Was ist der Vorteil, wenn ein Projekt ist ein Projekt, wenn das zweimal einreicht, ist es sinnlos eigentlich. Also das, ich kann es nachvollziehen, die Frage. Gut, ich sehe, das sind aber relativ individuelle Fragen. Ich würde bitten, dann die weiteren individuellen Fragen da Gesprächstermine auszumachen, anzurufen, Termin auszumachen oder dann in den Fragen und Antworten Ende der Woche nachzulesen. Ich möchte mich jetzt für Ihr anhaltendes Interesse bedanken. Wir haben ziemlich durchgängig rund 220 Zuhörer gehabt. Vergessen Sie nicht, wir begleiten Sie auf dem Weg zur Förderung. Wenn Sie eben tatsächlich Fragen haben, Ihre Ansprechpartner sind in der FFG Nicole Lugscheider, Petra Gruber und Alexandra Kuhn, die Sie jederzeit per Mail erreichen können, seitens der SCHIK auch fachliche Unterstützung von Rudi Sebastnik und Lukas Ruß. Scheuen Sie nicht anzurufen, es gibt keine dummen Fragen, wie gerne gesagt wird. Wir können auf alles eine Antwort geben oder sagen, es sind keine relevanten Fragen. So, wir kommen nun tatsächlich zum Ende. Wie gesagt, alle Fragen und Antworten finden Sie dann unter folgender Adresse. Das Video und die Präsentation dieses Webinars finden Sie im Nachgang dieser auf der Webseite, der Veranstaltungsseite. Jetzt, glaube ich, sind wir alle ein Stückchen klüger geworden und ich darf Sie ins Mittagessen entlassen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und danke Ihnen fürs Dabeigewesensein.